Wenn das so einfach wäre, könnten wir sagen, mit heute hätten wir die Welt gerettet. Haben wir aber nicht. Ich glaube, dass wir insbesondere in unserer gesellschaftlichen Entwicklung darauf achten müssen, dass wir sowohl ein gewisses Maß an Stabilität und Struktur vorweisen können. Das wäre eher der Part von Institutionen, die das mitbringen. Aber halt auch Spontanität, Flexibilität und vor allen Dingen auch Empathie und eine Ideologie, die halt eher aus den Communities kommt, weil dort sind die Anliegen, da finden sich die Beweggründe, die echten Gefühle und das, was die Menschen anrührt. Und ich glaube, dass unsere Zukunft zeigen wird, dass das eine nicht ohne das andere kann. In welcher Art von Balance sich das wiederfindet, das weiß ich auch noch nicht. Aber ich glaube, wir sehen beide Sachen für die weiteren Jahre auf uns zukommen.